Nachdem wir alles zusammengepackt hatten, haben wir uns in den Großstadtdschungel von Montevideo geschmissen, um die Reparatur der Türe zu klären. Vor allen Dingen, was man hier beachten muss, ist, dass die Ampeln auf der gegenüberliegenden Seite sind. Ja. Man soll also nicht bis an die Ampel ranfahren, weil du stehst mitten in der Straße. Ein Abschlepper, ich hoffe, wir brauchen ihn nie. Ja, der Straßenverkehr in Montevideo ist halt aufregend, so wie in alten Großstädten, würde ich sagen. Ne? Das ist halt Großstadt. Ja. Montevideo ist die Stadt des Art Deco. Es gibt wahnsinnig viele fantastische Häuser. Alt und neu liegen direkt nebeneinander und wunderbare architektonische Elemente. Dachterrasse. Aller Orten sind immer wieder wunderschöne kleine Parks zum Anschauen, zum Drinwandeln. So, wir stehen hier am Faro de Punta Carretas in Montevideo. Das ist der Landzipfel, der da ein Stück rausgeht. Das ist jetzt Richtung Westen, Sonnenuntergang. Hier hat es die Stadt, das ist Richtung Norden. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Das ist etwas schöner. Ja. Montevideo. Hier geht es dann rüber Richtung Osten, Sonnenaufgang und die andere Seite. Und einmal Richtung Süden. Wir sind dann weitergefahren Richtung Colonia di Sacramento und haben in Quijo einen ersten Strandspaziergang gemacht. Dort haben wir dann auch die Nacht verbracht.
sind hier in Colonia de Sacramento. Und das ist der Platz, wo früher das Haus des Gouverneurs stand. Der Platz davor ist der Plaza de Armas. Das ist immer der Platz der Armee. Und in diesem Fall, denke ich einmal, ist es auch wirklich so, also quasi der Aufmarschgelände, wo sie, wie nennt man das, Paraden und sowas abgehalten haben. Unter anderem war auch hier wieder ein Festival der Diversität. Souvenirs und Essen bis zum Abwinken. Und Musikfestival haben sie auch noch mit dazu. Also alles, was man drauf besorgt ist. So, der erste neue Aufkleber, zeig mal her. Oruba. So, schauen wir mal, wie krumm das ist. So. Geh mal hier. So,